einen schönen Vormittag und herzlich willkommen in unserem Studio Next Step Lehre. Hallo ihr zwei. Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Janine De Carli und ich bin Lehrlingsverantwortliche bei der Firma Haberkorn. Hi, ich bin Michelle und ich mache Lehre als Großhandelskauffrau beim Haberkorn. Wir freuen uns, euch heute einen Überblick über den Haberkorn und Lehre geben zu dürfen. Wir starten mit Überblick bei Haberkorn. Dann erzählt euch Michelle was über die Lehre, über die Lehrberufe im Detail. Und danach verraten wir euch noch unsere persönlichen Highlights. Haberkorn. Wir sind Österreichs größter technischer Händler. Ein technischer Händler ist, dass wir Produkte in Großmengen einkaufen und wieder verkaufen. Unsere Produkte sind technisch, das heißt über Arbeitsschutz, Schmierstoffe, Maschinenelemente, also alles, was man irgendwo brauchen kann, haben wir, was einen technischen Bezug hat. Wir sind Nummer 1 in Österreich und Deutschland und führend in Europa. An 30 Standorten haben wir 2200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo man 2020 einen Umsatz von 615 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Wir sind ein B2B-Unternehmen, das heißt Business to Business. Das heißt, dass wir hauptsächlich an andere Unternehmen verkaufen, aus der Branche Industrie und Bau. Aber auch Privatkundschafter können zu uns in den Laden kommen oder anrufen und die Ware bestellen. Unsere Vision ist, in Zeiten starken Wandels sind wir der verlässlichste Partner, persönlich und digital. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass momentan extrem bewegte Zeiten sind. Die Vision haben wir aber schon Jahre davor erstellt. Aber in der bewegten Zeit werden wir trotzdem verlässlich sein. Und das sehen wir auch, indem wir unser Kundenversprechen zu jeder Zeit einheben können. So, jetzt erkläre ich euch einiges über die Lehre beim Haberkorn. Ja, beginnend mit unserer Lehrlingskampagne, du musst dich nicht gleich entscheiden, deine Lehre fürs Leben lässt dir viele Wege offen. Ja, wie soll man sich mit 15 Uhr entscheiden, was man langfristig machen möchte und was das Richtige für einen ist? Wir haben so viele unterschiedliche Abteilungen, wie zum Beispiel der Vertrieb, der Einkauf, der Abholmarkt, Spedition. Und bei uns ist eben das Gute, dass man sich nicht gleich entscheiden muss. Wir lernen als erstes mal alle relevanten Abteilungen vom Unternehmen kennen. Und im dritten Lehrjahr haben wir dann die Entscheidung, wo unser Weg hingehen soll. Und durch die Spezialisierungsphase wird diese Entscheidung gestützt. Ja, weiter geht's mit der Rotationsausbildung. Die Rotation, die findet in jedem Lehrberuf statt. Durch das aktive Mitarbeiten in den unterschiedlichsten Abteilungen und durch das Tun lernt man eben und sieht man, welche Abteilung und Tätigkeit das Richtige für einen ist. Die Spezialisierungsphase, die startet im dritten Lehrjahr, nach der man eben alle relevanten Abteilungen durchgegangen ist. Und durch Gespräche wird eben dann herausgefunden, welches die optimale Abteilung für einen ist. Wir haben zum Beispiel nach jedem Abteilungswechsel ein Fachgespräch mit unseren Ausbildern, aber haben auch regelmäßig Gespräche mit der Janine. Ja, es ist einfach eine sanfte Vorbereitung auf das Leben als Fachangestellte, dadurch, dass wir eben Schritt für Schritt Aufgaben fix übergeben kriegen. Ja, jetzt noch ein paar Fakten zur Lehre. Die Lehrzeit, die beträgt 3 Jahre. Die Berufsschule, die findet in Dornbirn statt. Es ist eine doppelt spannende Lehre. Es geht um Technik und um den Handel. Technik eben durch die technischen Produkte, die man kennenlernt, und der Handel durch das kaufmännische Wissen. Wir haben vielfältige Weiterbildungen. Und es ist wirklich eine Lehre fürs Leben. Ich sehe selber, dass viele Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten da sind und nur damals als Lehrlinge gestartet haben und jetzt mittlerweile Abteilungsleiter sind oder sogar im Vorstand. Also es ist wirklich eine Lehre für Zukunft. Wir haben auch laufende individuelle Gespräche und Prämien, mit denen man bis zu 7.700 Euro dazu verdienen kann. Über die Lehrberufe im Detail. Da ich vor 8 Jahren auch die Lehre beim Haberkorn als Betriebslogistikkauffrau gemacht habe, freue ich mich, euch jetzt das erzählen zu dürfen, was man denn alles kennenlernt. Ihr seht, da ist unser Rotationssystem. Wie Michelle schon gesehen hat, lernt man wirklich alle relevanten Bereiche im Unternehmen kennen. Man startet im Wareneingang. Dort sieht man, wie kommt das Produkt überhaupt ins Unternehmen rein und wie entscheidet man, welches Produkt in welchen Lagerbereich eingeordnet wird.
Das wäre dann eh schon der nächste Schritt. Wir haben viele verschiedene Lagerbereiche. Manche sind hochautomatisiert, wo Roboter die Ware zum Mann bringen. Bei manchen Abteilungen muss man dann mit dem Stapler zur Ware anfahren. Da lernt man aber alle Bereiche kennen, die Einlagerung von den Produkten, aber auch, wie man kommissioniert. Kommissionierung heißt, wenn der Kunde etwas bestellt, tun wir das nach Kundenauftrag herrichten und für den Kunden bereitstellen. Physisch gesehen geht das Produkt dann in Versand und das ist schon dann die nächste Abteilung im Rotationsplan. Dort lernt man das richtige Verpacken und danach in der Spedition auch das richtige Verschicken. Also welche Spedition wähle ich aus, damit der Kunde in Dubai das Päckchen möglichst schnell und auch günstig kriegt. In der Sonderpackerei verpacken wir die Sachen nach Kundenwunsch. Also wenn der Kunde zum Beispiel gerne eine pinke Schlaufe ums Paket um möchte, dann kriegt das unser Kunde auch. Wir haben zusätzlich noch Bürobereiche, wo der Lehrling kennenlernt. Das sind zum Beispiel der Logistik-Support. Da geht es um interne Logistikfehler lösen, also wenn ein falscher Lieferschein einmal gedruckt worden ist oder eine Ware verloren gegangen ist. Man lernt aber zum den ganzen Prozess vervollständiger Einkauf und Verkauf kennen und der Abholmarkt. Einfach damit man wirklich alles gesehen hat. Und danach geht es in die Spezialisierungsphase über, wovor Michelle schon erklärt hat. Als nächstes haben wir für den Lehrberuf Großhandelskauffrau, Kaufmann ein Video mitgebracht, wo wir euch gern zeigen würden. Du bist ein Blitzkneißer? Du hast immer alles im Blick? Du bist immer live dabei? Dann bist du bei uns richtig. Haberkorn ist Österreichs größter technischer Händler. An über 30 Standorten beschäftigen wir international 2200 Mitarbeiter. Allein in Österreich versorgen wir über 20.000 Kunden mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten. Und hier kommst du ins Spiel. Wir bieten dir die Chance auf eine Top-Ausbildung zur Großhandelskauffrau bzw. zum Großhandelskaufmann in diesem Vorarlberger Familienunternehmen. Was dich erwartet? Du lernst Waren in Großmengen einzukaufen und wieder zu verkaufen. Du bist in ständigem Kontakt mit unseren Lieferanten und Kunden. Für sie erstellst du Angebote, verhandelst diese und sorgst für eine reibungslose Auftragsabwicklung. Dein Arbeitsplatz ist das Büro. Durch die einzigartige Haberkorn-Rotationsausbildung lernst du verschiedene Bereiche wie Einkauf, Vertrieb, Logistik und Abholmarkt kennen. Dadurch verbindest du kaufmännisches Wissen mit technischem Know-how. Entschieden habe ich mich ganz schnell eigentlich, weil ich war in Polen schon und dort habe ich schon Lehrer gehabt, die sehr positiv über das Unternehmen geredet haben und erzählt haben. Was mir so gut gefallen hat, ist, dass Frauen in einen technischen Beruf finden können, beziehungsweise überhaupt der Handel. Untereinander von den Lehrlingen her finde ich das Verhältnis auch gut, meine eigene WhatsApp-Gruppe sogar und ja. Mir gefällt es, dass wir verschiedene Abteilungen durchlaufen dürfen. Und mir auch einen großen Einblick haben. Mir hat es motiviert, vom Haberkorn zum Lieber in so einem tollen Unternehmen arbeiten. Und man ist einfach stolz drauf zu sagen, dass man vom Haberkorn ist. Jetzt einfach bewerben unter haberkorn.com/lehre. Um euch jetzt noch einen besseren Einblick in das Feeling, wie ist es denn, wenn man beim Haberkorn arbeitet zum Gerber, möchten wir euch noch unsere Highlights verraten. Mein größtes Highlight ist die Menschlichkeit und die Wertschätzung, was es beim Haberkorn gibt. Obwohl wir 400 Mitarbeiter jetzt am Standort Wolfurt haben, fühlt man sich beim Haberkorn wirklich als Mensch und nicht als irgendeine Personalnummer, wo, wenn man heute noch da ist und morgen ums Kornen mehr interessiert. Ich weiß noch, am Anfang von meiner Lehrzeit, da war ich glaube 3 Monate beim Haberkorn, habe mich und habe ins Personalbüro gehen müssen, etwas fragen und das ist im gleichen Stock wie unsere Vorstände hocken. Und damals bin ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden im Lift gestanden und dann spricht er mir, ja hey Janine, wie geht es dir in der Lehre, du hast ja gar gestartet. Und das hat mich damals so überrascht und ich finde es das toll, dass man das auch noch mit 400 Mitarbeitern lebt. Ja, der Haberkorn bietet brutal viele Möglichkeiten, was betriebliche Gesundheitsförderung anbelangt. Und mein Highlight davon ist Yoga. Wir können am Montagabend um 16:45 bei uns im Seminarraum oder draußen, wie man auf dem Foto sieht, Yoga machen und ist dann um 6:30 nach einer sportlichen Tätigkeit vom Arbeitsalltag und nach Sport daheim. Ja, Essen, Kantine, wir haben eine Kantine bei uns in der Firma, da kann man ganz einfach mit dem Lätschig das erste buchen. Für Lehrling kostet es 1,50 Euro, das ist eine Suppe und Salat und eine Hauptspeise. Ich esse seit 8 Jahren dort und es schmeckt immer noch gut.
Und was ich abschließend zu meinem Part sagen kann, ist, dass es für mich ganz klar eine Lehre fürs Leben ist. Deshalb auch der Slogan, du musst dich nicht gleich entscheiden. Wie man jetzt gehört hat, bin ich nur in der Lagerlogistik tätig. Bin während meiner Lehrzeit draufgekommen, dass ich das Soziale, der Kontakt mit anderen fremden Menschen vermisse und habe durch den Habercon die Möglichkeit gekriegt, mich doch in eine Bürorichtung zum Spezialisieren. So, jetzt kommen wir noch zu meinen Highlights bis jetzt von der Lehre. Ganz oben auf jeden Fall die Seminare und der Kickoff. Ich finde es super toll, dass wir die Möglichkeit haben, so viele Seminare, aber auch Workshops zu haben. Man lernt immer was Neues und kann sich voll gut weiterbilden. Ja, der Kickoff, der findet jährlich statt, wenn neue Lehrlinge in die Firma kommen. Da macht man eben Ausflüge und der dient dazu, dass sich die Lehrlinge, aber auch die Ausbildenden untereinander kennenlernen. Ja, die Prämie finde ich auch was ganz Besonderes. Ich persönlich speise auch aktuell für mein Auto und habe dann ja schon einiges auf der Sitte, wo ich den dafür verwenden kann. Ebenfalls ist Kantine bei mir ein Favorit. Das erste ist echt mega gut und es kostet echt nur 1,50 Euro, wodurch man sich natürlich auch wieder einiges sparen kann. Und es ist einfach fein, wenn man gleich in der Firma schon erster kann. Ja, zu guter Letzt noch die Rotation und die Spezialisierung. Ich finde es eine mega Möglichkeit, dass man so viele unterschiedliche Abteilungen kennenlernen kann und durchgehen kann, weil man wirklich dadurch herausfinden kann, was das Richtige für einen ist und was an einem liegt. Und ja, ich freue mich schon besonders auf die Spezialisierung und ja, zum Schauen, in welche Abteilung es am Ende denn ja anzieht. Abschließend zu unserer Präsentation möchten wir euch noch auf unser Online-Event aufmerksam machen. Wir machen aber Online-Event Lehre bei Habercon am 25. Februar ab 14 Uhr. Schauen doch mal auf unserer Webseite vorbei. Es wird ganz interessante und spannende Inhalte geben. Und jetzt freuen wir uns, euch noch Fragen beantworten zu können. Ja, vielen Dank euch beiden für diese Ausführungen. Spannend auf jeden Fall. Während des Vortrags ist eine Frage eingetrudelt, und zwar, ob man auch den Staplerfahrerführerschein machen kann. Weil du hast, glaube ich, gesagt, da wird mit dem Stapler rumgefahren und sortiert. Also gibt es auch für die Lehrlinge diese Möglichkeit? Genau, also das ist sogar Inhalt für unsere Lehrlingsausbildung. Bei uns kommt man im Zuge von der Rotation ins Breitganglager und in diesem Lager ist eigentlich Staplerfahren der Hauptpart. Und wir schauen, dass man den Staplerski machen kann, sobald man 17 Jahre alt ist. Und danach kann man dann in dem Bereich ohne die Praxis gehörig üben. Was sind denn das für Dinge, die man da herumfährt und verpackt? Ihr habt ja einen Online-Shop auch, da habe ich mal kurz reingeschaut, mit über 200.000 Artikeln. Kannst du vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern kurz sagen, was denn ungefähr so vertrieben wird bei euch, also ein- und verkauft wird? Also wir haben, wie gesagt, technische Produkte, das sind zum Beispiel Schläuche, Maschinenelemente, Werkzeuge, also Hammer, Schrauben, Muttern. Jeder, der daheim im Keller klebastelt oder am Auto schrubbt oder eine Küche aufbaut, kriegt einfach alle Produkte bei uns. Wir haben sogar Betten für Baustellen, wir haben Föhns im Verkauf. Also ich wüsste nicht, was wir nicht Und. Ihr habt auch die KN95 Masken, die jetzt gebraucht werden. Auch das habe ich gesehen. Warum hast du dich für eine Lehre bei Habercon entschieden? Ja, ich war damals im Poli und habe mir halt überlegt, was das Richtige für mich ist. Und ich finde, ich war damals auch 15 und ich war mir einfach nicht ganz sicher, okay, was möchte ich langfristig machen. Und beim Habercon hat mir einfach gefallen, dass man so unglaublich viele verschiedene Abteilungen kennenlernen kann und dadurch wirklich die Möglichkeit hat, zum auszufinden, was einem liegt, was einem Spaß macht, was einem gefällt. Und auch wirklich für Zukunft und langfristig da bleiben kann, weil auch wenn es mal irgendwo noch mal gefällt, habe ich immer noch die Möglichkeit, zu einer anderen Abteilung zu gehen. Und genau das hat man so gut am Habercon gefallen. Hast du deine Traumabteilung schon gefunden? Also ich bin noch nicht bei allen Abteilungen durch, aber ich habe schon Favoriten, wo mir schon besonders gut gefallen. Also du möchtest auch bleiben nach der Lehre? Ja, auf jeden Fall. Bist du jetzt schon im dritten Lehrjahr? Ich bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Also hast du noch ein Jahr Zeit, um verschiedenste Abteilungen auszukundschaften und auch zu schauen, was denn dir gefällt. Wie sind denn generell die Übernahmechancen bei euch im Unternehmen? Also mit dem Tag, wo man bei uns den Lehrvertrag unterschreibt, unterschreibt man eigentlich schon den Dienstvertrag für 3 Jahre. Ich habe vorher schon gesehen, wir haben 400 Mitarbeiter, wir haben extrem viele Abteilungen. Also wir könnten viel mehr Lehrlinge ausbilden, wie wir aufnehmen. Aber unser Ziel ist, die Lehrlinge, die wir einstellen, auch wirklich danach zu beben. Deshalb haben wir auch den aufwendigen Prozess mit der Spezialisierungsphase, dass wirklich jeder Lehrling das finden kann, was er gern tut und damit er auch die Abteilung beim Habercon finden kann.
werden kann, haben wir die Vorbereitung für die Spezialisierungsphase und aber danach für die Übernahme ins Fachangestelltenverhältnis. Übernahmechancen sind also gegeben. Vielen Dank euch beiden für euren Besuch hier bei uns im Next Step Lehre-Studio in Schwarzach. Viel Erfolg bei der Lehrlingssuche, dir viel Erfolg bei deiner Abschlussprüfung dann im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.